So, da unten sollten die hoffentlich mit dem Geist klarkommen. Geld! So. Dann brauche ich hier Geld dringend. Das kann ja mal was werden hier. So, der Nekromant wird hoffentlich bekämpft. Ich sagte, der Nekromant wird hoffentlich bekämpft, nicht die Gruppen um den Nekromanten. Die sind nicht, damit werden meine Türme schon klar. Also damit kommen sie klar, damit werden sie, das habe ich jetzt komisch formuliert. Na toll. Na los, Held, kannst du mal wiederbelebt werden? Das will ich jetzt stark hoffen, dass sie durchsichtig sind, damit du hier mal deine Aufgabe erfüllst. So. Den muss ich jetzt irgendwie gleich aufwerten. Alter, wo geht der hin? Ja, dann geh halt zu dem da. Ride the lightning. So, das ist das Wichtigste, dass er den hat. Weil solange wir hier den Mörser haben, ist es relativ Wurst, was der Nekromant da eigentlich anstellt. Weil die Skelette dann doch relativ schnell alle platt sind. Ist der Nekromant nämlich besiegt und keine Skelette mehr vorhanden. Das war natürlich ganz klar, dass jetzt die Zombies da kommen, die ich so gar keine Abwehr habe. Ride the lightning! Ride the lightning! So. Alter! Das ist schlimm, ich klicke immer drauf und er macht es aber nicht. Da muss ich immer nochmal drauf. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass er das nie realisiert, dass ich mal drauf gedrückt habe. So. Ride the lightning! Ganz genau. Freedom! Ja. Held, geh nach da unten. Ride the lightning! Ich kann fast auf die dann gehen. Die müssen nämlich auch nochmal aufgewertet werden. Dass ich da nämlich sage, ja, wie viele Nekromanten kommen da jetzt? So, der muss da nämlich hin. Held, geh mal auf Kur wieder. Freedom! War vielleicht keine gute Idee, da den
Feuerregen da einzusetzen. Jetzt kommen hier halt diese Ultra-Horden. Alter! Lass mich den mal setzen! Oh. Alter, ja. Furchtbar, dass man diesen Feuerregen dann manchmal nicht so selbst kriegt. Held! Oh nö! Warum geht der Held da nicht hin? Das kann doch nicht sein. Weil prinzipiell funktioniert es ja so, aber irgendwie, wenn man dann einmal den Held zu langsam bewegt, dann ist ja gleich das ganze Level zu Ende. Das ist einfach nur schlimm, dieses Level. Also in dem anderen Modus ging das jetzt total einfach, aber hier ist es warum auch immer extremst schwer. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass der Modus schwerer ist als der Eisenmodus, der eigentlich der härtere Modus sein sollte. So, was musste ich nochmal aufwerten? Hier den und den. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich das richtig gemacht habe, weil wenn man hier an einer Stelle was falsch macht, ist es gleich vorbei, das Level. Man muss da wirklich genau die richtige Reihenfolge finden. So. Halt am Ende diese Geisterhorde da kommt wirklich. Und wenn man dann fast hoffnungslos unterlegen ist. Ja, so, mach den mal dahin. Also deine Attacke, mach du mal da hoch. Dann mach du da. Die Worts sind hier wirklich teilweise schlimmer als die anderen Viecher. Die halt schnell sind. Das kann doch nicht sein. Jetzt muss ich die Feuerregen machen, um einen Wort aufzuhalten, weil er sonst halt durchkommt. Deswegen sage ich ja, die Worgs sind schlimmer als die Abscheulichkeiten. Wenn die einmal durch sind, dann kann man sie fast nicht mehr aufhalten. Deswegen ist man hier dann quasi darauf angewiesen. Den mach ich mal. Dass man muss wirklich die Worgs immer im Auge behalten. Wenn die durchkommen, ist es vorbei. Ich bin noch nicht auf die Geister, weil ich hier unten halt noch kaum Verteidigung habe. Den Nekromant da oben soll sich mal der Held kümmern. Sagt um den Nekromant, nicht um das Skelett neben dem Nekromant. Es ist einfach schlimm, dass die auch instinktiv immer halt erstmal auf die Skelette wollen. Das ist so eine ganz merkwürdige Mechanik. Und dann stirbt er natürlich auch noch. So.
die Geister jetzt erstmal wieder platt. Hältst du gehst jetzt nach da unten? Keine Ahnung. Hier müssen wir halt wirklich aufpassen, dass da am Ende die Geister alle möglichst viel Schaden kriegen, weil die sind halt, wenn die durchkommen am Ende, weil das halt zu viele sind. So, ich mach den Nekromanten Platz. Ja, darauf hoffe ich doch. So. Da hätte ich mich schon, weil sonst wäre früher halt kein Kopf mehr. Das wollen wir denn wirklich nicht. Ja, der Held ist halt schon unsere beste Waffe noch. Gut. Ja, mach das mal. So. Spektralritter und drei gefallene Ritter kommen da. Der Held, du gehst jetzt mal den Nekromanten. Ja, unfassbar mit dem. Sag, du willst den Nekromanten platt machen. Was macht der? Der geht da oben. Der geht irgendein random Skelett angreifen. So. Machen wir jetzt hier noch mal Truppen. Hat auch kein Geld für irgendwas. So. Alter, sterben natürlich alle dabei. Und dieses Scheusal explodiert. Die da oben macht mir jetzt eher weniger Sorgen. Ich mache mir eher Sorgen um die da unten. Und jetzt erstmal den da machen. Hey, du gehst mal da zu den Geistern. Wahrscheinlich die größte Hilfe. Wenn du denn auch mitkämpfen würdest. Was du natürlich nicht tust, weil du ja meinst, nein, ich bin zu bequem, um die 2 Meter dahin zu laufen. So. Dann kämpft ihr mal gegen den da. So, machen wir hier mal zumindest 2 schon mal in Geistermodus rein. Ride the lightning. Müssen wir dann sehen, dass die endgültig sterben werden. Ja, der ganz toll, dass der Tod immer Ehre bringen muss. Schön, dass du einfach mal leben kannst. Wie es nicht gehört. Oh.
Ah! Alter, das gibt's doch nicht! Ich glaube, ich muss mir mal was Besseres überlegen, weil so funktioniert's offenbar nicht wirklich. Wenn man halt an einer Stelle irgendeine falsche Entscheidung hat, ist alles vorbei sofort. Bei dem anderen Level hat man wenigstens noch so ein bisschen Optionen gehabt, aber da halt gar nicht. Jetzt bin ich, glaube ich, auch zu frustriert, um hier noch weiter zu spielen. Also, ja, wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahme oder sowas. Tschüss.